Even dragons go to hell. A shadow comes to muddy the light. Something's not right. Na, kommt mal her, ihr zwei. So, alle auf Steinhaut an. Xodi in den Nahkampf. Konstantin, versuch mal zu brüllen. Seraphin, übernimm den Scheißdrachen. Okay. Brauchen wir wiederbeleben. Okay. Du hast doch deinen Schädel, trink mal aus dem. Jetzt ziehen wir uns mal ein bisschen zurück. Xoti. Konstantin heilen. This is futile. There's our Arvin. Auch wenn das gerade die Angriffsbindung löst, wir müssen uns ein bisschen aufteilen. Kann ich den noch mal übernehmen, bitte? Du... Okay, Konstantin wiederbeleben. Kriege ich einen Herzschuss hin und einen zu Breischlagen vielleicht? What can I do you for? Ja, super. Jetzt sind alle gefiert gerade. Aber der Drache ist auch hinüber. Das ist ein sehr schöner Säbel.
for you bring glory to all Kith. Die Reptilienjäger waren für den Wächter keine Herausforderung. Genieß deinen Triumph, denn du bringst einen gestandenen Ruhm. Yay. Ja, bei den Slayer-Herausforderungen gibt's halt keinen Trick. Einfach drauf und so viel wie Schaden wie möglich in so kurzer Zeit wie möglich anrichten. Why not? Ansonsten hat man keine Chance. Ja gut, mit Seraphir den Drachen übernehmen hat geholfen. Ein bisschen. Konstantin hat schlimme Verbrennungen. Ado, Champion, what can I int? Of course. So. Das heißt, jetzt kommt der Survivor. Dran. Mal sehen, was der für uns bereithält. Dunkle Beharrlichkeit, ja. Du wirst Feinden gegenüberstehen, die weder Schmerz noch Leid kennen. Die Echos von Hass und Gewalt, die mehr als die Leid des Lebens überstanden haben. Überdauere und du wirst siegreich sein. Gute Jagd. Wieder Albtraumschatten. Okay. Something's not right. Yeah. So help me God. Not exactly my area of expertise. Shut your fair eye. I know stone. Okay, bis jetzt ist der Kampf sehr interessant. Stand together.
What can I do? Happy to oblige. Okay, ich habe das Gefühl, hier jeden Albtraumschatten, den ich töte, stehen zwei neue Schatten auf. Hm, interessant. Ist ja schon mal sehr scheiße, dass sie gleich alle von Seraphim getötet haben. Und ja, Konstantin als Berserker ist zwar schön und gut im Schaden austeilen, aber er kann nicht einstecken. Definitiv nicht. Time to light the way through the darkness. The shadow comes to muddy the light. Ahoy. Something's not right. What can I do? Need something? Ich frage mich echt, ob bei denen Arlofs Bogen funktioniert. Tut er auch. So, du Avatar-Modus. Du eine Steinhaut. Du solltest sie weiter benommen machen. Das heißt, du... Heilung. Okay, Xoti, halt ihn mal ein bisschen am Leben. Versteinerung. Okay, Seraphim, das ist nicht so toll. Also ja, aus jedem Albtraumschatten spawnt ein normaler Schatten raus. So, das tatsächlich ohne einen Verlust. Chance stand da für 8 Sekunden. Eine Verteidigung gegen Wasser, Frost, Windangriffe. Hm. Dein Feind widersetzt. Danke. Dein Feind widersetzt sich seiner Zerstörung, wo er kann, und doch bist du siegreich. Beeindruckend. Ja, das heißt nur noch ein Kampf. Und wir haben Seeker Slayer Survivor abgeschlossen. Das dritte DLC. Yeah.
Why not? Und wir haben diesen Kampf gewonnen, ohne dass jemand gestorben ist. Oder besiegt wurde.